Da muss ich erstmal überlegen, ehrlich gesagt. Von den Muslimen auf jeden Fall war es sehr positiv. Die waren alle total begeistert, die konnten es gar nicht glauben. Ey, Bruder, ja, jetzt bist du auch Muslim und Salam Aleikum hin und her. Die waren alle sehr begeistert. Auch wenn sie die Religion, vielleicht viele davon, die da sehr begeistert waren, die Religion gar nicht so richtig praktizieren. Aber trotzdem haben die sich irgendwie alle sehr gefreut. Ich habe das zuerst gar keinem erzählt, ganz am Anfang. Ja, und dann bin ich einmal in Köln in eine Moschee gegangen, wo mich dann ein Freund gesehen hat, der mich kennt. Und der hat es dann direkt allen weitererzählt. Und als ich die ganzen Kumpels getroffen habe, dann kamen sie alle an, yay, wie sieht's aus? Super, ich habe gehört, du bist auch Muslim geworden, Bruder, hin und her. Und manche Leute, die vielleicht sogar Alkohol trinken und mit dem Islam so gut wie gar nichts zu tun haben, die haben sich trotzdem sehr gefreut. Welche Reaktion gab es sonst? Ich muss mal überlegen, da gab es viele Reaktionen, ja. Also es gab dann auch Reaktionen später, wie ich den Islam richtig praktiziert habe, dass einige gesagt haben, ja, du nimmst das aber, ja, das ist ein bisschen zu streng und so weiter. Hatte ich beispielsweise einem erzählt, und das ist eigentlich jemand, der sich Muslim nennt. Ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt also keine Beziehung mehr habe mit Frauen. Erstmal muss ich heiraten, bevor man irgendetwas, also damit man keine Sina macht, keine Unzucht begeht. Und da meinte er, ich wollte immer Leute zum Islam bringen, aber die muss man ja wieder vom Islam wegbringen, Audhu Billah, ja. Also das ist natürlich, wer sowas sagt, hat natürlich mit dem Islam nichts zu tun. Dann gab es halt, ich weiß noch gut, damals war ich in, ich habe das halt, wie gesagt, am Anfang nicht jedem erzählt. Ich war einfach Muslim. Wenn mich einer gefragt hat, welche Religion hast du, dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin Muslim. Aber ansonsten, ich war nicht so jemand, der es an die große Glocke gehangen hat. Einige vertraute Freunde von mir wussten das, aber mir ging das eigentlich auch am Anfang ein bisschen auf die Nerven, diese extreme Begeisterung, ja, bei den Muslimen so. Ich wollte da eigentlich eher etwas Abstand von haben, aber ich meine, im Endeffekt wusste es dann auch jeder und ja, war auch schön, dass die Leute sich gefreut haben. Ich weiß noch gut, ich war dann damals im Trainingslager gewesen, auch mit Uli Wegner und Sven Otke und Markus Beyer, also die Boxweltmeister in St. Moritz im Höhentrainingslager. Und dann am Essenstisch, da fragte dann der Trainer Uli Wegner, welche Religion hast du eigentlich? Und bevor ich überhaupt antworten konnte, hat der Cengiz Scott schon, ich glaube, er hat gesagt, bist du evangelisch oder katholisch? Und bevor ich überhaupt antworten konnte, sagte dann also Cengiz Scott, ja, der ist auch Muslim, also mein Freund, der Cengiz Scott, der auch bei Olympia mitgeboxt hat und so weiter. Und dann waren alle, wie, ja, oh, die waren also alle so ein bisschen schockiert und da meinte dann einer so, ja, du bist aber kein guter Muslim, du isst doch Schweinefleisch. Da meinte ich zu ihm, also Rüdiger May meinte das, da meinte ich zu ihm, hast du mich schon mal Schweinefleisch essen gesehen? Da sagt er, nee. Da meint er, nee, hab ich noch nie. Ja, bitteschön. Und wie gesagt, also das waren so die Reaktionen in der Familie. Bei mir war es, wie gesagt, so, dass es mehr so, die Leute haben sich so da reingelebt. Weil ich habe schon, bevor ich den Islam angenommen habe, habe ich die ganze Zeit über Religion geredet und angefangen zu beten und meine Prinzipien etwas umgestellt, auch im Freundeskreis. Deswegen ging das so etwas Step by Step. Also es war nicht so, dass ich den Islam angenommen habe, bin dann nach Hause gegangen und gesagt, hallo, ich bin Muslim geworden. So, ich war einfach Muslim und habe das erstmal keinem erzählt. Und mit der Zeit hat man das dann so mitbekommen. Meine Mutter war eigentlich die Erste, die es richtig mitbekommen hat. Und die fand das eigentlich ganz gut. Also die war sehr aufgeschlossen der ganzen Sache gegenüber. Ja, was gab es sonst noch für Reaktionen? Ja, an sonstige Reaktion kann ich mich eigentlich jetzt nicht erinnern. Also es war eher positiv gewesen und da brauche ich natürlich auch keine Gegenreaktion zu zeigen. Dann später, ich glaube, das war Ende 2002, da lief mein Profivertrag bei Sauerland Box Promotion aus und ich hab dann auch vorgehabt, nicht mehr weiter zu boxen. Und dann stand in der Zeitung mit einem großen Bild von mir, jetzt kämpft er nur noch für Allah. Es stand dann drin, dass ich nicht mehr boxen werde, weil es im Islam verboten ist, einem anderen ins Gesicht zu schlagen und so weiter. Und da hat man dann natürlich, dann wusste es plötzlich jeder. Und da haben natürlich dann einige auch gedacht, jetzt hat er voll eine Macke. Jetzt ist er ganz durchgedreht.
Und da waren schon, hat man gemerkt, aber die sagen das einem nicht so ins Gesicht. Man hat auch gemerkt, dass einige Leute von einem Abstand genommen haben. Ich habe beispielsweise mit vielen Freunden, mit denen ich früher viel zu tun habe, hatte, mit denen habe ich heute nicht mehr viel zu tun. Warum? Weil sich auch einfach die Interessen geändert haben, ja. Der eine geht in die Moschee, der andere geht in die Disco. Die Interessen haben sich geändert. Aber wie gesagt, für viele Leute war das sehr unverständlich und ja, es will sich ja auch keiner näher mit dem Islam beschäftigen. Man hat halt gemerkt, einige denken nur, ja, der hat jetzt voll einen an der Mütze, der ist bekloppt geworden. Aber für mir war das egal, weil es geht in erster Linie um die Religion. Und Allah sagt auch im Koran, haben die Menschen gedacht, dass sie sagen, wir glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Und selbst der Gesandte Allahs, Muhammad alayhi salatu wasalam, er wurde auch als dumm beschimpft und gesagt, er ist Majnun, verrückt geworden. Und das ist ein normaler Fall und deswegen, das hat mich jetzt nicht sonderlich verletzt, weil ich habe auf der anderen Seite einen Freundeskreis verloren, sage ich mal. Oder mit vielen Leuten keinen Kontakt mehr gehabt oder den Kontakt verloren. Aber auf der anderen Seite habe ich genauso viele neue Leute kennengelernt, die ich vorher nicht kannte und neue Freundschaften geschlossen.